zu etwas ganz anderem, nämlich zu Studentenverbindungen. In Zeiten von Bologna, Bachelor und Master könnte man meinen, das sei ein Auslaufmodell. Aber in Berlin gibt es allein 50 solcher Verbindungen. Die meisten oder die ältesten unter ihnen sind die sogenannten Corps, die eine 200 Jahre alte Tradition pflegen und nach eigenen Angaben steigende Mitgliederzahlen verzeichnen. Anlässlich eines großen Treffens in der Stadt konnte Robert Frenz einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Studentenverbindung werfen. Fechttraining des Corps Machia. Vorbereitung auf die sogenannte Mensur, den Fechtkampf mit anderen Studentenverbindungen, die übrigens ohne Kopfschutz ausgetragen wird. Selbst die Verbindungsstudenten hier wissen, dass solche Bilder auf Außenstehende bisweilen befremdlich wirken. Es definiert uns als Gruppe auch, dass jeder, der das dreifache Band trägt, dieses Ritual auch durchlaufen hat. Dass er natürlich dann den Kopf hingehalten hat. Was ist das für eine Gemeinschaft, für die Anfang 20-Jährige unbedingt den Kopf hinhalten wollen? Wir sind zu Gast im Verbindungshaus des Corps Machia, einer herrschaftlichen Villa in Grunewald. 5 Studenten wohnen hier, subventioniert von den sogenannten alten Herren der Verbindung. Verbindungsstudenten, die nicht mehr hier wohnen, kommen häufig mehrfach in der Woche zum Abendessen, zu Veranstaltungen oder auf das ein oder andere Bier in der hauseigenen Kneipe. Die Gemeinschaft ist einfach sehr intensiv und ich würde das jetzt nicht als Familienersatz bezeichnen, überhaupt nicht, aber es ist einfach schon eine sehr gute und innige Gemeinschaft. Ein Hotel am Potsdamer Platz gestern Abend. Treffen von Chorstudenten aus ganz Deutschland. Ein sogenannter Kommers. Man will die Chance nutzen, das ramponierte Image der Verbindung zu verbessern. Burschenschaften mit rechten Tendenzen haben auch den Ruf der Corps beschädigt. Dabei gelte hier das Toleranzprinzip, werden die Anwesenden nicht müde zu betonen. Egal welche Nationalität, Religion oder Weltanschauung, jeder könne hier Mitglied werden. Jeder Mann versteht sich. Und dann wieder so ein irritierender Moment. Die bierselige Männerrunde singt vom Kampf fürs Vaterland. Fürs schöne, große, deutsche Vaterland! Wir singen sie immer noch, weil sie Teil unserer Tradition sind. Und uns ist Tradition wichtig. Das heißt nicht, dass wir heute nach einem noch größeren deutschen Vaterland, wir sind sehr zufrieden, wie wir jetzt leben in einer freiheitlich-demokratischen Republik. Man kann von 18 bis 80 zusammen Spaß haben. Laufen, was weiß ich. Und also ich kenne keine andere Vereinigung, wo sowas möglich ist. Die Chorverbindung soll eine Gemeinschaft fürs Leben sein. Vielleicht ist das ja tatsächlich die Motivation der jungen Studenten. Sola mors foedus solvit steht auf der Fahne des Corps Machia. Nur der Tod löst das Band.